Journalisten, die gute Romane schreiben, sind selten. Sarah Stricker und Harald Martenstein können es. Harald Martenstein ist in Mainz aufgewachsen. Sein Roman Heimweg spielt dort in den Nachkriegsjahren und wurde ein Bestseller. Vielleicht auch, weil Martenstein als Journalist längst bundesweit bekannt ist. Er hat bei der Mainzer Allgemeinen Zeitung angefangen und gilt mittlerweile bei der Zeit und beim Tagesspiegel in Berlin als Edelfeder. Jede Woche schreibt er über die schwierige Beziehung von Wunsch und Wirklichkeit zum Schreien komische Texte. Die Förderpreisträgerin Sarah Stricker stammt aus der Pfalz und lebt in Tel Aviv. Dort berichtet sie für viele deutsche Zeitungen. Jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben, 5 Kopeken. Er erzählt von einer Frau, die unter den Ansprüchen ihrer Familie leidet, bis sie sich in einen ziemlich ehrgeizfreien Menschen verliebt. Das Buch beginnt in einem Ort, der ihrer pfälzischen Heimat Schwegenheim sehr ähnlich sieht und ist in den ersten Kritiken groß gefeiert worden. Und ich freue mich sehr, dass Sarah Stricker jetzt mein Gast ist. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Sie haben Ihren ersten Roman rausgebracht. Sie kriegen fast zeitgleich einen doch relativ großen Preis verliehen. Ich habe das Gefühl, in Ihrem Leben tut sich da gerade was. Wie sehen Sie das? Es läuft gerade gut. Ich freue mich sehr. Es ist eine schöne Zeit. Sie kriegen gleich bei uns im Foyer des SWR den Georg K. Glaser Preis verliehen. Nicht für die 5 Kopeken, sondern für eine Geschichte, die heißt Die Dichterin. Was ist das für ein Gefühl, so als Preisgekrönte? Das ist einfach wahnsinnig wohltuend, gerade jetzt in so einer Anfangszeit. Also die Nachricht, dass ich diesen Preis bekommen habe, die kam ja zu einem Zeitpunkt, wo das Buch zwar fertig war, aber noch nicht auf dem Markt. Das heißt, ich hatte noch überhaupt keine Ahnung, wie der Roman ankommt, ob die Reaktionen positiv sind. Und dann ist so eine kleine Bestätigung, so ein Schwung von hinten natürlich toll. Mittlerweile gibt es aber die ersten Kritiken und die sind sich eigentlich einig. Die reden davon, beeindruckender erzählerischer Kraft, witzig, weise, wehmütig sei ihr Buch. Freuen Sie sich über diese Kritik oder ist es vielleicht eher sogar Verpflichtung für Sie, dass Sie sagen, oh, das Nächste, was ich mache, muss mindestens genauso gut werden? Nein, das wäre jetzt schon Jammern auf sehr hohem Niveau. Also ich freue mich da auf jeden Fall noch enorm drüber. Natürlich wird immer gesagt, der zweite Roman ist viel schwerer als der erste. Und es wird bestimmt irgendwann der Moment kommen, aber im Moment freue ich mich noch über alle gute Nachrichten. Wir haben gerade gehört, es geht um eine sehr ehrgeizige Frau oder die unter dem Eindruck von ehrgeizigen Menschen so ein bisschen leidet. Dieses Bild, wenn man hier sieht, wir haben uns überlegt, ist sie das oder ist sie das nicht, meine Kollegin und ich eben? Sie sind es nicht. Aber hat es irgendwelche autobiografischen Züge dieses Buches? Leiden Sie selbst unter Ehrgeiz oder unter Menschen, die Sie ehrgeizig vorantreiben? Ich glaube, es gibt sehr wenig Deutsche, die darunter nicht leiden. Und es gibt bestimmt keinen Pfälzer, die darunter nicht leiden. Die Geschichte ist faktisch keine autobiografische. Aber natürlich sind die Themen, über die ich schreibe, die, die mich schon mein ganzes Leben beschäftigen. Auch ich kenne dieses Gefühl, funktionieren zu müssen, immer einfach etwas müssen zu müssen, die Unfähigkeit, sich zu entspannen, das schlechte Gewissen, wenn man einfach mal nichts tut. So gesehen, das ist auf jeden Fall in dem Roman drin. Ich fände es auch sinnlos, einen Roman über irgendwas zu schreiben, zu dem ich keinen persönlichen Bezug habe. Es ist interessant, wenn Sie sagen, die Pfälzer, glauben Sie, sind ehrgeiziger als der Rest der Nation? Es ist natürlich jetzt eher das Schwäbische, diese ganze Schaffe-Schaffe-Häuslebauer-Mentalität. Aber ich glaube schon, dass da was drin ist. Ich glaube, dass es auf dem Land viel eher noch diese Tendenz gibt, zuzupacken, den Blick nach vorne zu lenken. Diese Unfähigkeit, einfach mal nichts zu tun, ohne von schlechtem Gewissen zerfressen zu werden, die, glaube ich, ist in unserer Region schon noch stärker ausgeprägt als anderswo. Sie können gut Vergleiche ziehen. Sie leben seit 2009 in Tel Aviv. Ist es da anders? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Israelis haben Erfahrung mit größeren Problemen und machen sich nicht wegen Kleinigkeiten verrückt. Dieses Verbissene, was man hier oft kennt, wird einem in Israel schnell ausgetrieben. Meine tatsächliche Mutter, die sich bester Gesundheit erfreut. Das sagen Sie, weil Sie hier von Ihrer Mutter immer reden. Ja. Vielleicht zur Erklärung. Sie reden von Ihrer Mutter, die ausgesprochen hässlich ist. Ja. Und eben nicht gesund. Das ist nicht autobiografisch. Das ist nicht autobiografisch. Ihre Mutter kennengelernt, nein. Von Hässlichkeit ist nicht die Rede. Und sie ist strotzt vor Gesundheit. Nein, und auch anders als im Roman hatte meine Mutter meines Wissens nie eine wilde Affäre mit einem Ukrainer, was im Laufe des Buches dann passieren wird. Aber von meiner tatsächlichen Mutter bekomme ich immer wieder gesagt, dass mir das Leben in Israel gut tut. Also sie sagt, so die Spitzen, dieses sich
verrückt machen, sich wegen Kleinigkeiten aufregen, die es wirklich nicht wert sind, dass man da überhaupt einen Gedanken dran verschwendet. Das wird einem in einem Land, was ständig von Kriegen bedroht ist, natürlich schnell ausgetrieben. Und sie sagt, dass auch ich deutlich entspannter werde und ja, in Stresssituationen sehr viel lässiger bin, als ich das früher war. Das heißt, Sie werden eventuell gar nicht mehr in Ihre pfälzische Heimat zurückkehren? Ich glaube, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber das liegt weniger an der Pfalz, sondern eher daran, dass ich mich einfach Hals über Kopf in Israel verliebt habe. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich da und könnte mir im Moment schwer vorstellen, irgendwo anders leben zu wollen. Dann warten wir einfach auf den nächsten Roman von Ihnen. Heute Abend erstmal eine Preisverleihung bei uns im Foyer. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwann an irgendeiner Stelle wieder von Ihnen sehen oder hören. Dankeschön. Danke recht herzlich für diesen Besuch heute hier bei uns. Dankeschön.